Und damit willkommen zurück hier bei Factorio. Und ich glaube, man sieht schon, dass einige Dinge ein klein wenig anders aussehen wie zuvor. Ja, lustige Geschichte eigentlich. Ich habe noch mal ein bisschen was ausprobiert. Ich das jetzt komplett verwerfe, das mit den Advanced Machines, das will nicht klappen. Nein, wirklich nicht. Nee, aber während ich das ausprobiert habe, sind hier ein paar Aliens rein. Und gedacht, ja gut, lad den Spielstand neu, ist ja alles halb so schlimm. Und ich weiß nicht, irgendwie habe ich gedacht, ich probiere mal ein bisschen einen anderen Aufbau. Und ich muss sagen, das gefällt mir so wesentlich besser. Und dann habe ich das jetzt einfach so gelassen. Ich zeige gleich mal, wie ich das jetzt eben, ja, neu löse. Der Zug kommt nach wie vor, also vorher ist der Zug hier unten angekommen, mittlerweile hier oben. Und ich lade hier tatsächlich nur noch Eisen und Kupfer ab. Bei Kupfer müssen wir mal nachschauen, der kriegt irgendwie nichts mehr. Irgendwo habe ich da einen Fehler drin, ich muss mal schauen, was da schief läuft. Die Materialien werden einfach hier abgeliefert. Das Eisen, halt hier oben wird es abgeliefert. Genau, hier oben wird es abgeliefert. Das dreckige Eisen läuft hier durch und wird gewaschen. Also ich habe hier noch Bauplätze frei, wo wir die ganze Anlage entsprechend noch erweitern können. Das gereinigte Erz wird hier unten abgeliefert und hier oben geht das in die Kiste rein. Das Dreckwasser wird dann direkt in eine weitere Zentrifuge weitergeleitet. Also jede einzelne Zentrifuge, die das Erz reinigt, hat jetzt eine eigene Zentrifuge. Damit komme ich schon mal nicht in Problematiken, dass die Zentrifugen von der Geschwindigkeit nicht hinterherkommen. Die Steine landen hier und landen in dieser Kiste. Dort müssen wir dann nur mit der Zeit halt eben hier diese, ja, Tiny Pills noch raus kramen und einfach hier in das Kreislaufsystem mit hineinbringen. Hier oben beim Eisen ist es dasselbe und der einzige Unterschied ist hier, diese Zentrifugen, die dann stehen, reinigen einmal das Dreckwasser, das von dem Kupfer herkommt und vom Eisen, weswegen hier die Trennung so ein bisschen blöde ist, weil hier sauberes Kupfer hinkommt und dreckiges und Steine. Habe ich aber mit intelligenten Knickarmrobotern gelöst. Recht einfach das Problem. Schluss letztendlich. Und hier oben kommt dann eben das Eisen in diese Verarbeitungszentrale rein und hier unten das Kupfer. Weil wir werden ja noch weitaus mehr als nur diese Chips herstellen müssen. Wir brauchen auch hier diese Forges, weil für die Module brauchen wir so oder so Eisen- und Kupferplatten. Also wir werden einiges an flüssigen Metallen brauchen, um das Ganze überhaupt einigermaßen gerecht zu werden. Bevor ich jetzt allerdings hier groß anfange weiterzubauen, also ich habe jetzt nur mal den Grundbaustein gelegt, hier unten zum Schmelzen, müssen wir noch dafür sorgen, dass wir hier Kohle automatisch produzieren. Das werden wir mit Baumfarmen machen. Jenen welchen, also den alten. Und die Steine müssen wir auch noch von hier oben nach unten transportieren. Allerdings ist das auch eine ganz einfache Angelegenheit. Das Einzige, was mich jetzt so ein bisschen stört, ist, dass erstens mal Eisen relativ recht wenig ankommt und Kupfer noch viel weniger. Deswegen fahren wir jetzt mal direkt zum Eisenfeld und schauen mal nach, was da los ist. Denn ja, irgendwo läuft da nicht was richtig. Ja gut, okay. Hier vorne kommt Eisen recht langsam an. Da werden wir schnellere Knickarmroboter aufbauen müssen. Das sind die hier, die Very Fast Inserters. Machen wir gleich mal zwei Stück. Langt das jetzt von der Reichweite? Nee, es langt nicht. Ja, dann mache ich es doch recht einfach. Du hältst einfach kurz mal an, Kollege. Nicht, dass er mir wegfährt. Das wäre jetzt nicht so das Wahre. So. Der arbeitet dann doch mal wesentlich. Oder die arbeiten, wie man sieht, schon mal wesentlich schneller.
Und da die ja größere Stacks aus den Kisten herausbringen, ist der Rest fast schon egal. Diese Kiste hier kann dann weg. Wo leiten wir das Material denn weiter? Ich würde sagen, wir machen das recht einfach. Ich bräuchte noch... Ja, machen wir lieber mal gleich zwei Stück. Hier und hier. Und dann geht es hier weiter. Was bedeutet, das alles kann weg. Jetzt sammle ich da natürlich einen Haufen Schrott auf, aber das ist nicht so tragisch. Und hier machen wir das so. Tun wir eine Gewohnheit. So und so. Sehr schön. Dann kann das alles ebenfalls weg. Dann kann die Kiste da auch weg. So. Wäre natürlich schön, wenn man hier irgendwie die Möglichkeit hätte, den Zügen zu sagen, pass auf, du darfst halt nur Zugriff auf die entsprechenden Kisten haben. Also dem hier zum Beispiel nur von der vordersten. Und alle anderen Züge dürften von dem hier dann noch Zugriff drauf nehmen. Aber naja, geht nicht anders da. Okay. Dann hoffe ich, dass ich jetzt zu Kupfer fahren darf. Fahr los, mein Freund. Und schauen wir mal nach, was da das Problem ist. Dass das so wenig ankommt aktuell. Ja. Da brauche ich mich wahrscheinlich gar nicht fragen, warum. Dass so viele Erzförderer natürlich leer sind, ist das Ganze eher ein Problem. So. Die Kiste darf weg. Das Band geht viel zu weit. Okay. Dann haben wir hier das Problem. Und schlussendlich hier nochmal ein kleineres Problem. Das lösen wir auch recht einfach. Machen wir es so und so. Okay. Was bedeutet, die dürften... Naja gut, er nicht, weil er... Na, leer... Bah, bleib einfach so am Spiel stehen. Ja. Weil er auch wieder mal kein Material hatte. Okay, dann können wir hier eins hinsetzen. Und dann decken wir einfach mal das ganze Feld hier oben noch ab entsprechend und teilen das eben auch noch mal optimalerweise auf. So und so und ja, nehmen wir mal so hin. Ist ein bisschen blöd, aber was soll's. Das Feld ist echt ein bisschen bescheiden, wie das hier liegt, aber okay. Ist ja nichts Neues. Ich muss um das noch rankommen. Die Frage ist die... Will ich es mal so versuchen? Nee. Das da oben kümmere ich mich gleich. Im eigentlichen Sinne langt es ja so. So, so und ja, leider so. Dann habe ich zu wenig von denen dabei, aber das ist jetzt nicht so tragisch. Lassen wir erstmal nach unten laufen. Zu weit natürlich. Wenn ich da rüberkomme, schauen wir mal. Bleibt mir ja nichts anderes übrig. Nehmen wir die hier halt. Na. Ja, okay. Und alles, was dann zu weit ist, muss man auf die Art und Weise rüberbringen. Okay. Sollte laufen soweit. Dann brauchen wir hier noch...
Also mal alles auf einer Seite. Das ist ein bisschen blöd. Und der Baumstumpf muss tatsächlich weg. Und Bänder viel zu wenig. Machen wir ein paar. Was soll's? Ja, komm, das dauert mir zu lang. Mach weg. Die holen wir schnell manuell. Ich müsste ja im Logistiksystem drin sein. Also von daher, was soll der Geiz? Ja, da werde ich stark angegriffen. Da muss ich noch absichern. Ansonsten töten mich die Aliens gleich wieder. Das wäre nicht so toll. Das ist, wie ich das aufgebaut habe, ein paar Mal passiert. Weswegen ich einigerseits ein bisschen verflucht habe, es nicht aufgenommen zu haben. Auf der anderen Seite habe ich halt mal Zeit gehabt, das ordentlich durchzuplanen. Okay. Jetzt brauche ich meine kleinen geilen Roboter. Wo bleibt ihr denn? Bin ich hier nicht im Logistiksystem? Ah, ne, ich bin nicht drin. Ich muss hier oben stehen bleiben. So. Ihn muss ich noch schauen, dass ich den mit Kohle irgendwie voll kriege. Das ist nämlich noch ein Problem. Aber ich kann mal Eisen loswerden. Kupfer und Eisen, so. Hier wollte ich vorbei. Es langt nicht wegen Stahlträger. Ich habe nur noch 14. Ah ja, okay. Das Schöne ist, die werden richtig voll dort oben. Ja. Ja. Wir fahren zur Schmelze runter und... Achso, einsteigen, zur Schmelze, fahr los, so. Nee, an der Basis werde ich nicht rausspringen, was ich immer mache, ist forschen, und zwar, warum darf ich den noch nicht machen? Weil ich dazu erst das da brauche, okay. Da muss ich noch die ganzen Schienen abreißen, okay, wird. Habe ich noch Eisen, Kupfer, Platten habe ich dabei. Okay. Sehr schön. So, er darf sich jetzt hier mal schön alles ausladen, was eine tolle Angelegenheit ist. Okay. Wir brauchen definitiv... Na gut, den Stein muss ich ignorieren. Den Stein muss ich einfach ignorieren. Wir brauchen Kohle. Und das würde ich gerne darüber einfach machen. Das Blöde ist, es ist diese Höhe. Da unten werde ich schon wieder angegriffen. Da greifen sie auch liebend gerne an. Dass man bei diesen blöden Farmen aber auch immer so blöd stehen muss. Ich glaube, so müsste der Abstand eigentlich passen. Ich meine, das ist jetzt ganz einfach mit Intelligenten. Das ist besser. Ich mache es jetzt erstmal mit den Schnellen. Davon habe ich mehr und dann kann ich sie immer noch austauschen. Das ist ja nicht das Problem. Ich muss wieder gucken, dass ich diesen blöden Ding dahin kriege. Diesen Mix, den ich da einfach brauche. Ich brauche ja einmal eine Kiste. Hier und hier. Um sagen zu können, packt mir das dann eben hier rein. Ich will es gleich nicht simultan. Gleich gespiegelt aufbauen entsprechend. Genau, ich brauche hier den Intelligenten. So langsam, aber sicher wird's. Anders, ich brauche hier den Intelligenten. Und den Schnellen nach wie vor hier und hier. Hier drin soll gemacht werden die Samen.
Genau. Und dann muss das Ganze mit Strom verbunden werden. Genau. Nehmen wir Rot, das geht schon. Ne, das nicht. So, wir verbinden einfach mal alles, dann kriegen wir das schon hin. Okay. Okay. Er soll funktionieren, wenn im roten Logistiksystem meine Verteidigungstechnologie 3 fertig wird. Nein, natürlich nicht. Forschen. Also, er soll funktionieren, wenn eben entsprechend Samen da sind. 50 Stück. Also, sobald unter 50 sind, fängt er an rauszugreifen. Andersrum darf er halt eben nur anfangen. Gib mir wieder mal ein rotes Kabel. Das wird ein Durcheinander werden hier. Darf er ebenfalls nur anfangen, wenn 50 da sind. Nicht ist gleich. So. Ich hoffe, ich mache es richtig, aber wir werden es dann gleich sehen. Nee, nicht über. Doch, wenn über, wenn über 5. Er macht ja nur 50. Ja, wir werden es sehen. Er kann eigentlich permanent raus. Nee. Stimmt nicht. Er darf nicht. Doch, er darf. Er kriegt ja kein weiteres Holz zugeliefert, sobald hier 50 Stück drinnen sind, ne? Er greift das Holz heraus, bis 50 Samen in dieser Kiste drin sind. Und er fängt halt eben erst an, wenn 50 Samen mindestens da sind, das Holz hier rauszubringen. Ich habe immer noch keine Förderbänder, weil ich hier nicht im Logistiksystem drin bin. Meine Roboter gerade so dämlich sind, mir Material zu bringen. Jetzt will sie. Blöd. Wupp. So. Lass mich mal da runter. Okay, holen wir uns einfach mal Förderbänder selber. Wenn die schon zu faul sind. Ich muss natürlich noch eins weiter runter, ist ja klar. So. War klar. Okay. Sind noch eine Anbieterkiste drin? Dann halt nicht. Machen wir das halt so. Oh ja, bringt mir Stahlträger. Sehr schön. Und den Rest wollen sie mir nicht bringen. Das ist auch sehr nett. Ich glaube, die roten Chips waren auch für mich gedacht. Aber ist jetzt vorerst egal. Ich möchte da oben weitermachen. Dass ich irgendwann mal anfangen kann, meine Module zu basteln. Ja, das ist natürlich eher ungeschickt. Und ich sollte aufhören, meine Sachen dauernd ins Inventar zu legen. So. Da unten sind wir irgendwo. Okay. Ah ja, ja, ich war so schlau. Ich war so schlau und habe Gott sei Dank einmal Samen mitgebracht und hier einmal Holz. So. Okidoki. Ah, nein. Das sind die Falschen, Sorry, sorry. Ah, nein. Rubber Seeds sind das doch. Ah, das ist super. Gut, mach die weg. Machen wir das so. Die haben aber auch so einen kleinen Hitpoint da nur, ne? Ich habe die falschen mitgenommen. Ich glaube sehr gar nicht. Hier. Da, dort, hier. So, dann bauen wir das Ding halt wieder auf. Das ist ja schnell gemacht. Die Höhe haben wir ja. Okay. Dann hole ich mir schnell noch die. Ja, so vorbereitet bin ich, ne?
Also, tsch.